Hallo, hallo meine Lieben und ein ganz herzliches Willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Halblife-Video. Es ist früh am Morgen, ich glaube 7.05 Uhr oder irgendwie so. Naja, so früh ist es eigentlich nicht mehr, aber für mich trotzdem noch ganz schön früh, weil ich wirklich wieder bis in die Nacht gearbeitet habe und auch heute Morgen sehr früh wieder hoch bin, um für euch die ganzen Videos einzustellen, die ich gestern gedreht habe. Und das war natürlich alles sehr kompliziert, weil ja, ich musste viel Voice-Over machen, ich musste viel Kontroll gucken und das Einstellen der Videos war dann natürlich auch alles sehr kompliziert. Nee, ich habe es zum Glück geschafft, bin jetzt durch, habe heute Morgen um 5.45 Uhr angefangen, das zu machen und ja, jetzt ist heute der Tag jedenfalls verplant oder geplant für euch, jedenfalls steht alles bereit. Das Wetter ist wieder wunderschön hier in Alanya, beziehungsweise die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Es trübt kein Wölkchen den schönen blauen Himmel. Nichtsdestotrotz habe ich ein bisschen Kopfschmerzen und das macht mir ein bisschen Sorgen, aber ich werde auf jeden Fall Tabletten mitnehmen. Für uns geht es nämlich heute nach Kappadokien. Kappadokien liegt, das hatte ich gestern ja auch schon gesagt, ungefähr 7 Autostunden hier von Alanya entfernt, was so viel bedeutet, dass wir eine ordentliche Fahrt vor uns haben. Und naja, da wir ja aber genug Fahrer haben, beziehungsweise die Jungs ja beide fahren, ist das alles kein Problem. Und insofern muss ich jetzt aber noch einiges regeln. Ich muss mit meinem Mann absprechen, wer hier sozusagen den Pool am Laufen hält und die Pflanzen bewässert. Ich habe gestern Abend natürlich schon gewässert. Nichtsdestotrotz muss ich natürlich mindestens noch einmal muss gewässert werden, wenn wir nicht da sind. Und auch der Pool muss sozusagen, ja, er muss immer angemacht werden, weil sonst geht das Wasser tot. Ja, mein Lieben, ich habe zwei sehr ereignisreiche Tage hinter mir und wollte euch so gern noch so viel erzählen, aber dafür habe ich gar keine Zeit. Vielleicht schaffe ich das noch, bevor wir losfahren, weil der Angeltag gestern war natürlich sehr, ja, wie soll ich sagen, es war sehr grenzwertig und darüber wollte ich euch eigentlich ein bisschen berichten, vor allen Dingen auch von den vielen Dingen, die wir so erfahren haben, von links und rechts. Da gibt es ja viele Menschen, mit denen wir in Verbindung waren gestern, mit denen wir gesprochen haben. Das war sehr schön alles. Nichtsdestotrotz war der Ausflug ein wenig so, dass man sagt, ja, die Arme oder mein armer Sohn, dem ging es gar nicht gut. Der war, werdet ihr heute Abend so ein bisschen angedeutet auch bekommen in dem Vlog, dem wurde richtig schlecht auf hoher See. Und das kann ich auch gut verstehen, weil das war ein ordentliches Gewackel auf dem kleinen Fischerboot. Entschuldigt bitte, mein Husten ist leider immer noch nicht besser geworden. Ja, dem wurde so schlecht, dass wir zurückfahren wollten, aber das ging natürlich nicht. Da waren ja dann doch noch einige Teilnehmer mehr, wo ich dachte, dass die zur Mannschaft gehören, aber taten sie ja dann doch nicht. Und die haben ja auch bezahlt und so günstig war das ja auch nicht. Umgerechnet hat das, glaube ich, pro Person so 35 Euro gekostet und ja, das war nicht so schön und als es dann ganz schlimm wurde und ich verlangt habe, dass wir zurückfahren, hat dann der Kapitän und alle anderen auch ihm geraten, ins Meer zu gehen, wenn man ins Meer geht und schwimmt. Wir hatten ja auch Anker geworfen, dann würde es ihm besser gehen und tatsächlich war das auch der Fall kurzfristig. Du kannst auch nicht ewig im Meer bleiben. Erstmal ist es natürlich auch tierisch kalt und zum Zweiten hält man sich da ja auch nicht lange, selbst mit Schwimmweste, die wollte auch nicht anhaben und er wollte wieder rein. Ja, und dann ging das natürlich wieder los, ne, dass ihm übel wurde und ja, dann ging er wieder ins Wasser, diesmal hat es nicht so gut geholfen und ja, ich habe drauf gedrängt, dass wir dann auch bald sozusagen in die Bucht fahren, wo es sehr viel ruhiger wurde. Dann haben wir auch ein bisschen was gegessen und dann ging es ihm auf jeden Fall auch besser. Aber über die Angeltour würde ich gerne noch mal in einem extra Video berichten, weil ja, also das sind schon ein paar Dinge, die mir gar nicht so gefallen und ja, keine Ahnung.
Wir jedenfalls sind jetzt schon voller Vorbereitung auf die Fahrt, werden bis Freitag in Kappadokien bleiben. Da es dort bekanntlich nachts auch kühl wird, müssen wir uns auch was Warmes anziehen. Das Problem ist so, dass ich nichts Warmes hier habe. Ich habe zwar eine Strickjacke, aber keinen Pullover oder so. Und ich habe Strümpfe, ja, aber ich weiß nicht. Also muss man gleich mal meinen Koffer packen. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht, weil ich da wirklich überhaupt gar keine Zeit zu hatte. Wir sind ja auch gestern Abend wieder relativ spät nach Hause gekommen und dann der Schnitt und ein bisschen geschlafen habe ich natürlich, aber ja, meine Kopfschmerzen werden auch nicht besser, die gehen eher in Richtung schlimmer. Deswegen werde ich mir jetzt als allererstes einen Kaffee kochen und hoffen, dass ich nichts vergesse und vor allen Dingen hoffe ich, dass ich Internet habe in dem Hotel, dass wir bleiben bis zum Freitag in einem Hotel. Und das Problem ist, dass ich nicht weiß, ob ich da Internet habe. Wenn nicht, dann seid ihr schon mal vorbereitet. Heute seid ihr versorgt. Und wenn ich kein Internet habe, werden wahrscheinlich auch nur wenige Videos bis gar keine kommen. Aber sind wir mal frohen Mutes. Gibt es denn Hotels ohne Internet? Das wird schon klappen. Und ich schaffe das schon. Ob ich in der Masse allerdings weiterhin Videos in den nächsten Tagen produziere, weiß ich auch nicht, weil mein Vorrat geht auch langsam zu Ende für die Vormittagsvideos. Und wenn ich keine Zeit habe, neue zu drehen, dann klappt das nicht. Auch Beauty Over 50 und Finanzakademie ruht im Moment. Auch wenn ich auf Finanzakademie tatsächlich noch zwei, drei Videos auf Vorrat habe und auch auf Beauty Over 50 noch eins liegen habe, schaffe ich es nicht, sie einzustellen. Ja, ob ihr das glaubt oder nicht, komme nicht dazu. Aber vielleicht schaffe ich auf der Fahrt noch mal so einiges. Wollen wir schauen. Ich jedenfalls bin richtig gespannt. Ich freue mich auf die Fahrt nach Kappadokien. Ich war noch nie dort und das ist auf jeden Fall eine richtig schöne, ein schönes Erlebnis und gerade auch in dem Hotel. Da freue ich mich auch drauf und insofern sind da ein paar schöne Stunden zu erwarten, hoffe ich jedenfalls. Und hoffe ich, werdet auch wieder ein paar andere Dinge von mir zu sehen bekommen. Wie gesagt, am Wochenende geht es für uns wieder nach Alanya zurück. Und wie es dann weitergeht, da haben wir noch gar keinen Plan so richtig. Deswegen lassen wir alles auf uns zukommen. Ich wünsche euch weiterhin eine tolle Woche. Heute ist Mittwoch und hoffe auch, dass ich das Video jetzt noch richtig einstellen kann, dass es noch hochlädt, bevor wir losfahren, damit ihr das dann auch noch rechtzeitig bekommt. Bleibt vor allen Dingen gesund, bleibt fröhlich, bleibt positiv und startet toll in den Tag heute. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank, dass ihr immer so fleißig mit dabei seid und dass ihr auch kommentiert. Ich kann auch da im Moment nicht antworten. Es tut mir wirklich leid. Ich lese aber und hoffe, dass ich irgendwann einmal dazu komme, wieder zu antworten. Mein Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss. Ja, und natürlich wieder ein kleiner Disclaimer in eigener Sache. Ich hatte eben ja schon erwähnt, dass ich ja noch Parallelkanäle habe und ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch dort einmal vorbeischauen würdet. Ich habe meinen Kanal Finanzakademie, dort lade ich eigentlich jeden Tag Videos hoch. Im Moment haben wir aber hier durch das Ankommen meiner Söhne so viel Pläne und so viel Ausflüge immer geplant, dass ich da ein bisschen ja, hinterherhinke. Aber da bin ich auch trotzdem immer dabei, neu zu drehen und natürlich auch mein Kanal Beauty Over 50. Dort geht es um Beauty. Dort lade ich auch ganz viele Experimentvideos hoch, aber natürlich auch ein bisschen Gelaber von mir. Also ich würde mich riesig freuen, wenn ihr auch auf meinen anderen Kanälen vorbeischauen würdet. Die Links zu den Kanälen sind wie immer unten in der Infobox und könnt aber auch einfach Finanzakademie oder Beauty Over 50 googeln. Dann kommt Kommt ihr hundertprozentig auch auf meine Seiten. Meine Lieben, nochmals vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank dafür, dass ihr euch eventuell auch für die anderen Kanäle interessiert. Macht's gut!